Am 26. Februar büchste Beagle-Dame Bijou in St. Andreasberg in Niedersachsen aus. Jetzt, ein halbes Jahr später, wurde sie eingefangen. Nach einer 1300 Kilometer langen Odyssee. Jetzt ist der Hund in der Tieroase Birkenscholt, eine Rettungsstation für Tiere in Not. Ja, das Besondere an Bijou ist, dass dieser Hund nie in der Freiheit gelebt hat und es trotzdem geschafft hat, 6 Monate durch halb Deutschland zu laufen, 1300 Kilometer gesichert zurückzulegen und hat das relativ gut überstanden. Der Hund war sogar bis an die niederländische Nordseeküste gelaufen. Bijou war einer älteren Dame weggelaufen, als die Hundedame von einem anderen Hund angegriffen wurde. Die Frau hatte Bijou da gerade einmal 2 Wochen vorher aufgenommen, denn schon als Welpe kam Bijou in ein Tierheim. Bijou hat nie so wirklich eng mit Menschen zusammengelebt. Sie ist mit ihrer Mutter zusammen gelaufen und eingefangen worden. Als Welpe ist dann ja in ein Tierheim gekommen, hat eigentlich nie so wirklich irgendwie Misshandlung erfahren, aber auch ein sehr gut geführtes Tierheim. Dort ist natürlich kaum in der Lage, einen Hund so gut zu sozialisieren, wie das hier jetzt unter den Bedingungen ist eines häuslichen Zusammenlebens. Und dadurch hat sie immer eine große Distanz zu Menschen. Sie ist sich nicht sicher, ob Gutes vom Menschen kommt. Und als sie die Möglichkeit hatte, im Grunde genommen die Flucht zu ergreifen, weil sie angegriffen wurde und sich aus dem Geschirr gebunden hat, ist sie dann auch wirklich dann weggelaufen und hat gesagt, okay, das kann ich selber. Und hat sich dann wirklich selbstständig gemacht und hat das eigentlich auch gut geschafft. Für die nächsten 2 Wochen steht das Programm allerdings schon fest. Die muss der Hund in Quarantäne verbringen. Danach wird sie dann die Frau, der Bijou weggelaufen ist, das erste Mal wiedersehen dürfen.